Servus liebe Kurvenräuber und Räuber, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Kaffee Racer Steak. Ich bin der Stefan. Wir machen natürlich weiter mit meinem Bradstyle-Projekt und wie ihr sicherlich schon im Titelbild gesehen habt, wir können endlich den Auspuff entmontieren und natürlich heute auch zusammen lackieren. Ihr seht, er ist noch unlackiert und ich würde sagen, wir gehen direkt jetzt an die Werkbank und ich erzähle euch mal, was das so lange gedauert hat oder was das Problem an diesem Auspuff war. Wie ihr sehen könnt, liegen hier schon einige Teile. Den Endschalldämpfer kennt ihr ja, den habe ich schon mal gezeigt. Da hat sich nach wie vor nichts verändert und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt, zu diesen zwei Mittelrohren und deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert. Anfertigen lassen habe ich mir die von Hill Tuning. Ich blende hier unten mal die Adresse ein, wie gesagt, auch nur, weil ich einfach äußerst zufrieden mit ihm war und er kann euch solche Rohre anfertigen nach diesen Maßen, wie es ihr braucht. Ihr seht ja, ich habe hier ein relativ großes Anschlussstück, weil mein Krümmer ein 60er Außendurchmesser hat. Von daher musste man hier das Rohr aufweiten und hier hinten natürlich ein bisschen verjüngen, dass es dann auch in diesen Endschalldämpfer reinpasst. Ansonsten haben wir hier noch zwei DB-Eater. Den habe ich ja schon mal gezeigt, wie ich ihn angepasst habe. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den noch mal gezeigt habe. Das ist jetzt so meine erste Kombination in der Hoffnung, dass es dann von der Lautstärke passt. Ja, noch eine Schelle, wo die hinkommt, zeige ich euch und noch zwei Spannfedern. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal mit diesem ersten Mittelrohr ans Motorrad und ich zeige euch, wie das dann in der Kombination mit dem Auspuff aussieht. Wir sind jetzt am Motorrad und ich versuche euch mal zu erklären, wie ich dieses Mittelstück herausgemessen habe. Ich hatte ja nur diesen Endschalldämpfer und hat dann ein Stück Latte hingehalten in gerader Verbindung zum Krümmer, dass ich hier mal gucke, ob das von der Flucht hinhauen könnte. Meiner Meinung nach dachte ich, okay, das könnte hinhauen, habe das dann rausgemessen mit dem Meterstab und habe mir, wie gesagt, eben dieses Mittelrohr hier anfertigen lassen. Es war allerdings noch ein bisschen länger. Ihr seht, das habe ich hier nochmal zurechtgeschnitten. Ich stecke es aber jetzt erstmal auf. Und wie gesagt, es war hier noch ein Stück länger. Und da war einfach das Problem, wie ihr schon sehen könnt, dass ich, wenn ich das in der Flucht hinhalte, hier nicht zurechtkomme. Man könnte natürlich mit aller Gewalt es hin biegen, aber ich weiß da nicht, ob die Kräfte sich auf den Krümmer übertragen und da vielleicht mal irgendwas kaputt gehen könnte. Und sowas gefällt mir auch nicht. Das muss dann, wenn schon, passen. Gut, dann bin ich auf die zweite Idee gekommen, die ich auch, glaube ich, mal in einem Video erwähnt hatte und habe das Rohr hier eben einfach eingekürzt und gesagt, okay, dann muss ich mir eben hier eine Anbindung schaffen und kürze diese Platte ein. Allerdings war ich damit auch nicht hundertprozentig zufrieden, dass ich gesagt habe, okay, das bringt jetzt alles nichts, wir machen noch ein zweites Rohr. Und das muss eben hier noch einen leichten Knick bekommen, dass wir dann wirklich hier an diesen Punkt mit dem Endschalldämpfer rankommen. Ich baue das jetzt mal auseinander und hole mal dieses zweite Rohr. Jetzt haben wir hier das zweite Rohr, das ist auch von Hill Tuning gemacht worden, natürlich mit meiner Skizze und mit meinen Maßen. Und wie ihr schon sehen könnt, habe ich hier das größere Stück, das aufgebreitete Stück, geschlitzt, ganz einfach, dass man hier dann mit einer Schelle dieses Stück zusammenziehen können, wirklich passend auf den Krümmer anpassen können. Ansonsten habe ich mir hier noch diese Halde-Laschen anschweißen lassen, aber allerdings in der Arbeit und hier verjüngt sich das Rohr natürlich wieder. Ich stecke das jetzt mal auf, dass ihr es einfach dann seht im Gesamten und natürlich auch den Endschalldämpfer und jetzt seht ihr, wir kommen hier perfekt an dieses Loch ran. Hier können wir hier den Auspuff mit den Federn spannen, dann ist es auch absolut dicht. Hier unten am Krümmer, ich zeige es euch nochmal, verbauen wir noch eine Schelle, dass es dann auch wirklich super hält. Und jetzt gehen wir nochmal mit dem Endschalldämpfer auf die Werkbank. Dann zeige ich euch, wie ich das gedacht habe mit den zwei DB-Idern. Und wenn wir das gemacht haben, montiere ich mal komplett den Auspuff für euch, tutti completti, dass ihr das auch mal im Gesamten seht. Bevor wir jetzt hier mit dem Endschalldämpfer und diesen zwei DB-Idern anfangen, noch was in eigener Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Aussage wieder kommt. Warum hast du denn das Mittelrohr nicht gleich geknickt gemacht oder hast es dir doch von einem Kaffee-Racer abgeguckt? Klar, aber man muss davon ausgehen, das ist eine komplette andere Auspuffanlage, die ich jetzt hier am Start habe. Das ist ein Marvin-Krümmer, der ist von der Form und vom Endrohr, vom Krümmer ganz anders abgewinkelt. Also das können wir nicht als Vergleich nehmen. Dazu habe ich gedacht, okay, ich komme vielleicht mit einer geraden Form hin von diesem Rohr. Ich wusste, dass es sich knapp ausgehen könnte oder ein bisschen unter Spannung. Dass es aber dann doch so viel ist, gut, war ein Fehler, passiert. Bei solchen Umbauen ist es nun mal so, dass man sich ausprobieren muss oder dass man hier oder da mal Geld versenkt. In dem Fall waren es jetzt ungefähr um die 20 Euro für das Rohr. Das kann ich verkraften und eventuell kann man das Rohr für was anderes gebrauchen. Ansonsten haben wir jetzt hier den Endschalldämpfer und den ersten DB-Eater, den kennt ihr ja, den haben wir zusammen bearbeitet. Der kommt ganz normal rein, wie bei jedem anderen Motorrad, Endschalldämpfer auch von hinten.
Und es geht auch relativ stramm, was sehr gut ist. Jetzt müssen wir das ein bisschen ausmitteln. Und ihr seht hier schon ein relativ großes Loch. Das war auch dieses Loch, wo ich mir hier sauber in die Hand gebohrt habe. Es ist ein bisschen zerkratzt, weil ich ja da abgerutscht bin, wie gesagt. Tut aber nichts zur Sache. Das wird alles noch angeschliffen. Ja, und lackiert. Jetzt habe ich hier eine Schraube und ich habe das Loch so groß gewählt, dass eben dieser Schraubenkopf hier drinnen versenkt. Diese Kappe ist dicht, also da kann kein Abgas austreten. Und hier auf dieser Seite wird es einfach mit einer Mutter gekontert und wir können bei Bedarf oder wie nachdem bei Gefallen auch noch die Schraube ein bisschen einkürzen. Jetzt haben wir den ersten dBi da drin und irgendwie vom Gefühl her denke ich mir, ja, einer wird wahrscheinlich nicht reichen. Bei meiner anderen Auspuffanlage, die ja relativ ähnlich ist, habe ich auch 2 dBi da verbaut und von daher hatte ich mir noch diesen dBi da besorgt. Der war geschlossen auf dieser Seite, so wie hier. Allerdings hat es nicht hingehauen, wie ich es mir vorgestellt habe. Von daher habe ich den geöffnet. Und jetzt zeige ich euch erstmal noch diesen dBi da von innen. Und mein Gedanke dahinter war jetzt einfach, diesen dBi da noch zusätzlich mit reinzustecken, dass quasi der erste dBi da hier in dieses Loch mit reinrutscht. Ich zeige es einfach, dann ist es wahrscheinlich verständlicher. Und ihr seht, es passt hier perfekt rein. Angedacht war eigentlich, dass dieser im Mittelrohr verbaut wird. Aber das Mittelrohr hat ja einen anderen Durchmesser, von daher passt es nicht. Ansonsten, wenn wir jetzt hier das Mittelrohr mit reinstecken, wird natürlich dieser dBi da perfekt in Position gehalten. Da kann ich nicht nach vorne, nicht nach hinten. Und wenn es jetzt mit diesen 2 dBi da nicht langt, haben wir immer noch die Option, im Mittelrohr auch noch einen dBi da zu verbauen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal mit diesem Enscher-Dämpfer zum Motorrad und ich verbaue mal die komplette Auspuffanlage am Motorrad, dass ihr mal die komplette Gesamtoptik mit Federn, mit Schelle seht. Den Auspuff habe ich jetzt mal entmontiert, dass ihr einfach die Gesamtoptik mal seht. Wie gesagt, hier mit Schelle und das Rohr ist geschlitzt, dass wir hier das eben aufs richtige Maß einstellen können durch die Schelle. Ansonsten hier hinten, der Enscher-Dämpfer wird auf diesem Mittelrohr zwecks den Federn gehalten. Die waren ja bei dem Enscher-Dämpfer dabei. Diese Ösen hat mir ein Schweißer in der Arbeit angeschweißt. Und jetzt gehe ich nochmal rum, dass ihr auch den dBi da von hinten nochmal seht. Ja, und ich denke, das hat ein ganz schönes Bild. Fügt sich gut ein. Und jetzt bauen wir das alles ab und lackieren den Auspuff. Bevor wir jetzt mit dem Lackieren beginnen, möchte ich noch ein paar Worte verlieren. Ihr habt ja gesehen, wie ich es vorbereitet habe, dass ich es mit einem Schleifpad gemacht habe. Von diesen Schleifpads gibt es auch verschiedene Körnungen. Ist immer ganz individuell, was ihr eben lackieren oder anschleifen möchtet, was ihr da für eine Schleifkörnung nehmen könnt. In dem Fall langt so ein Schleifvlies oder Schleifpad, war auch relativ grob, ist ja alles Edelstahl, da kann man schon ein bisschen massiver rangehen und soweit sind sie jetzt auch vorbereitet. Wenn ihr das dann angeschliffen habt, ist es natürlich äußerst wichtig, die Teile auch anständig sauber zu machen. Dazu nimmt man eigentlich einen Silikonentferner und ein fusselfreies Tuch und bevor ihr das macht, zieht euch Handschuhe an. Geht einfach darum, ihr habt immer einen leichten Fettfilm oder Salze auf der Haut, die ihr dann einfach auf die Bauteile bringen könnt und es dadurch dann beim Lackierprozess zu Haftungsproblemen kommen kann. Also von daher arbeitet sauber, nehmt Handschuhe, dann sollte sich da nichts passieren. Ja, ansonsten haben wir hier noch 2 verschiedene Lacke, einmal von Motip und einmal von Duplicolor, ist im Prinzip genau dasselbe. Ich denke, dass ich den Motip jetzt nehme. Wichtig ist natürlich, schüttel die Dosen anständig. Ich mache es immer 3 Minuten, stelle mir da meinen Timer ein vor meinem Handy und dann ist die auch anständig durchgeschüttelt. Und jetzt gehen wir nochmal zu den Bauteilen an sich. Die habe ich schon aufgehangen und möchte auch noch was erklären. Und zwar seht ihr ja, hänge ich das immer an so Kupferdrähten auf. Wichtig ist natürlich im Vorfeld, dass er auch guckt, ob er das dann, wenn es lackiert ist, auch anständig wieder aufhängen könnt und nicht irgendwo aneckt oder es dann nicht funktioniert, weil dann habt ihr natürlich ein Problem, wenn es lackiert ist. Das sind 3 Bauteile. Der Enscher-Dämpfer ist Mittelrohr und hier oben lackiere ich den auch ein bisschen mit, den dBi, dass es einfach von der Farbe her gleich ist. Und ich würde sagen, jetzt können wir endlich ins Lackieren übergehen. We'll be right back.
Teile sind lackiert, ihr seht es da hinten. Drei Schichten haben sie bekommen. Ich weiß, auf der Dose steht zweimal dünn. Allerdings mache ich immer drei Schichten, einfach, dass es dann schöner deckend ist. Bis jetzt hat es immer gehalten. Und jetzt müssen wir eine Stunde warten, bis es durchgetrocknet ist. Und dann können wir mit dem Heißluftföhn den Lack ein bisschen einbrennen. Das ist ja ein Einbrennlack, also der bekommt erst seine Endfestigkeit durch Wärme, durch Hitze. Und das kann man natürlich ein bisschen generieren durch den Heißluftföhn. Und das machen wir natürlich dann auch, dass wir dann im Anschluss noch den Auspuff montieren können. Die Auspuffanlage ist jetzt schwarz und ich habe wirklich alles schwarz gemacht, inklusive der Schelle. Die habe ich jetzt dann im Nachtrag auch noch lackiert, ist ja auch wieder ein Tag später. Den Kopf habe ich freigelassen, weil da würde der Lack sicherlich nicht halten. Das Einzige, was jetzt noch raussticht, sind diese Spannfedern. Die habe ich leider bis jetzt noch nicht in schwarz gefunden. Ich kenne nur die mit diesem Gummiüberzieher, mit dem Gummischutz. Eventuell nehme ich die oder vielleicht lasse ich auch solche Pulver beschichten, das weiß ich noch nicht. Vielleicht würde dann Pulver dann auch hinhauen. Jetzt zeige ich euch die Auspuffanlage mal im Gesamten, vom Krümmer ab bis zum Endschalldämpfer. Natürlich sehr unauffällig, schwarz in schwarz. Durch den schwarzen Rahmen fällt die Auspuffanlage jetzt weniger auf. Mir gefällt es richtig gut. Der DB-Eater ist auch verbaut. Wie gesagt, da habe ich ja nur den hinteren Bereich des DB-Eaters im selben Lackton lackiert, dass es einfach stimmiger ist. Ansonsten die Schraube, die wird sich schon noch verfärben mit der Laufleistung. Und jetzt zeige ich euch mal das Finish vom Lack an sich am Endschalldämpfer. Und der muss natürlich jetzt noch endfest eingebrannt werden. Ich meine, das mit dem Heißluftföhn, das ist eine Spielerei, da bekommt man vielleicht ein bisschen eine Festigkeit her. Allerdings ist es nicht zu vergleichen, wenn man jetzt die Auspuffanlage wirklich bei Betrieb hat und dann der Lack wirklich sich einbrennen kann. Ja, ich bin zufrieden. Da habt ihr nochmal die Gesamtoptik. Und somit war es das jetzt mit dem Video für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Daumen nach oben, Abo-Button und die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaffee-Racer Steg. Ciao, servus.